Haha, yes, endlich. Kohle, ja, Kohle, Kohle. So viel Schwärze. Oh. Hey, hallo und herzlich willkommen alle zusammen in Folge 5 des Let's Show Plays. Heute haben wir einige verdammt, meiner Meinung nach, coole Dinge vor. Und zwar beinhaltet das unter anderem einen Wither-Kampf, den wir direkt hier in unserem Spawn-Gebiet vollbringen möchten. Und zwar habe ich ja den Plan gehabt, dass wir uns hier ein bisschen von dem Wither beschießen lassen, um dann hier, ich sag mal, ein bisschen das Land auszuheben. Also da gibt es ja einiges zu tun. Deswegen ist der Wither-Kampf natürlich zunächst mal ein wichtiger Schritt. Zum einen, wenn wir den Wither eben direkt mal zweckentfremden können, um mit dessen Hilfe das Land hier aufzusprengen. Und natürlich können wir auch danach aus dem Wither Star ein Beacon bauen. Das möchten wir heute natürlich auch noch hinbekommen. Und dann geht das Ganze hier noch viel, viel schneller. Ihr kennt damit Haste 2 und Efficiency 5. Da hat man dann Instamine, oder wie auch immer das genannt wird, bei Stone. Und damit kann man innerhalb kurzer Zeit hier alles abbauen. Sodass wir dann hoffentlich nächste Folge hier schon die große Flut einkehren lassen können. Aber ich habe trotzdem noch einige Neuigkeiten, von denen ich berichten kann. Ich schaue gerade die ganze Zeit in die Richtung. Das heißt, wenn ich mich mal hier kurz umdrehe, bekomme ich jetzt noch diesen Leg-Spike. Meine Fresse. Ja, genau. Wir haben hier etwas ganz Neues. Das Portal ist noch weg. Hier haben wir einen Haufen Schafe. Die habe ich alle schon mal umgesiedelt. Die waren ja da oben. Und die werden sehr bald nicht mehr dort oben Platz finden. Auf jeden Fall haben wir hier unten. Ja. Schaut es euch an. Da kommt eine riesen Ladung runter. Ja, ich habe hier unten den Bereich, in dem wir die Mobs zum einen beim Runterfallen sehen können, wenn sie hier entsprechend zu ihrem Tod fallen. Und außerdem haben wir hier vorne auch noch einen Bereich, in dem wir dann die XP-Farm benutzen können. Ja, das ist blöd, wenn die Witches hier mal gefangen sind. Ich mache kurz ein bisschen leiser. Ups, ganz schön laut. Okay. Ja, das hier. Ja, noch ein bisschen so laut. Okay. Ich muss gerade noch die neuen Einstellungen testen, weil ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber ich habe ein neues Headset mir zugelegt. Und dieses neue Headset, das ist so ein Sennheiser U320, glaube ich. Ja, sowas. dieses neue Headset, das muss ich erstmal noch entsprechend einstellen, dass auch alles passt. Und da weiß ich jetzt noch nicht genau mit der Lautstärke. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass das Problem mit der ständig zu leisen Stimme jetzt damit nicht mehr behoben ist. Was ich nicht so toll finde, ist die Tatsache, dass es so eine Noise Cancellation Funktion drin hat. Die ist automatisch aktiv und die tut praktisch Störgeräusche, Hintergrundgeräusche am Mikrofon ausblenden. Also wenn ich da irgendwie zufälligerweise gerade im Fußballstadion sitzen würde und dann wären das meine Folge hier aufnehmen, dann würde tatsächlich das ganze Gegröhl im Hintergrund ausgeblendet werden, laut Hersteller. Aber ich verstehe nicht ganz, warum ich sowas brauche. Weil das Problem, was ich gerade habe, ist das, dass die Aufnahme teilweise ein bisschen komisch klingt. Das ist dieser typische merkwürdige Effekt, wo die Stimme so leicht verfälscht wird, wenn die Geräuschunterdrückung da drin ist. Und das, diesen doofen Effekt, den ich ehrlich gesagt ziemlich hässlich finde, den bekomme ich irgendwie teilweise bei den Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich weiß nicht, ob ich das nachher bei der Bearbeitung beheben kann. Aber das ist nicht so toll, wenn das so stark da auffällt. Ich hoffe, dass ich da entweder das irgendwie abstellen lässt, wobei ich glaube, das ist wirklich komplett eingebaut. Da lässt sich, glaube ich, nichts dran verändern. Aber ja, das ist soweit mal der Stand der Dinge. So, wo war ich hier stehen geblieben? Genau, wir haben hier unsere XP-Farm an-aus. Hier haben wir unseren Sorter an-aus. Wir sehen hier durch die Glasscheibe nach oben. Da haben wir rechts unsere Lampe für den Sorter. Wenn ich da mal kurz anschalte, sehen wir, dass die aufleuchtet. Mache hier allerdings gleich wieder aus. Sodass die Mobs dann auch wieder nach unten kommen. Hier können wir das Wasser da hinten außen anschalten. Sodass die Mobs entweder eben direkt zu ihrem Tod fallen oder nach drüben zur XP-Farm gebracht werden.
also hierher. Und was haben wir eigentlich noch da oben noch? Genau. Ich weiß nicht, ob ich die Lampen schon erklärt habe. Also die linke Lampe, die leuchtet jedes Mal auf, wenn hier ein Mob durchfliegt. Genau, da ist ein Creeper da hinten drin. Der ist in den Mob-Sortierbereich eingegangen, weil ich gerade das anhatte. Das in der Mitte zeigt an, dass ein Flash-Vorgang gerade im Gange ist. Und die oberen Lampen zeigen an, dass die Mob-Farm gerade läuft. Genau. Soviel dazu. Ich habe übrigens eine... Ich möchte nicht unbedingt sagen, eine Menge Höhlen ausgeleuchtet. Es waren nicht gar mal so viele. Es war nur ein kleiner Bereich, der noch nicht ganz ausgeleuchtet war. Aber der hat so einen riesen Unterschied gemacht. Also wirklich gigantisch. Ne? Ich habe vielleicht... Es war nicht mal eine Viertelstunde, wo ich da kurz ein paar Höhlen erkundet habe, hier unten rum. Gerade in dem Bereich da drüben. Und das hat so einen riesen Unterschied auf die Effizienz, auf die Effizienz der Mobfarm hier gemacht. Das ist gigantisch. Wirklich. Also die Raten haben sich, ich möchte sagen, verfünffacht. Also das ist wirklich gigantisch und ja, also das möchte ich euch nochmal ganz deutlich nochmal sagen. Wenn ihr eine Mobfarm habt, dann schaut, dass ihr wirklich jeden kleinen Flecken an Höhle ausleuchtet. Wirklich jedes Stückchen, was es gibt. Weil das wirklich, wenn da wirklich nur ein paar kleine dunkle Flecken sind, dann macht das gleich so einen riesen Unterschied, weil die Mobs werden dann da spawnen und die werden da andauernd spawnen. Und dann irgendwann mal habt ihr da so 20 Mobs rumfahren. Und die 20 Mobs, die haben schon einen riesen Einfluss auf eure Spawnraten. Also man kann das ganz leicht testen, wie viele Mobs man hat, indem man einfach F3 aufmacht. Dann seht ihr oben die E-Koordinate, also den E-Wert. Und da merke ich mal die Zahl. Ich habe in diesem Fall gerade 191 ungefähr, 190. Wenn ich jetzt ausschalten würde, auf Peaceful gehe, ich habe übrigens auf Easy, muss ich auf Hard stellen. Wenn ich jetzt auf Peaceful gehe und mir dann die den E-Wert anschauen, der wirklich rapide runtergeht, sagen wir mal um 20 oder 30, dann wisst ihr, dass ihr einige Höhlen noch auszuleuchten habt. Wenn ich das jetzt hier mache, natürlich gerade sind ein Haufen Mobs gespawnt, dann geht das vielleicht so um 5 oder so runter und das ist noch ein ganz akzeptabler Wert. Und da hat dann wirklich eine gute Effizienz eure Mobfarm. Genau. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen XP-Farming vielleicht, beziehungsweise ich glaube, ich mache jetzt... Wow. Dann müssen wir kurz das hier ein bisschen zurückstellen. So. Okay. Okay. Ja. Ihr seht, XP-Farming klappt ja auch echt super mittlerweile. Wir haben auch schon jede Menge Drops hier unten. Drops. Drops. Genau. Das ist komplett voll mit Gunpowder-Knochen. Hier haben wir String, den nehme ich da mal raus. Tun hier oben rein. Ich habe auch noch String. Genau, was haben wir sonst noch? Rotten Flash brauchen wir nicht. Karotten brauchen wir auch keine. Redstone nehme ich einfach mal mit. Und die Bögen, die nehme ich auch immer so mit. Das kann hier rein. Die Pfeile nehme ich auch mit. Die Glasflaschen brauchen wir nicht. Die Sticks auch nicht. Das kann mit. Genau, ich sortiere mal ein bisschen aus, bis wir das Ganze dann eben an unser zentrales Lagersystem anbinden, das im Augenblick dann noch nicht existiert, aber auf jeden Fall in Planung ist und dann eben gebaut werden wird, sobald wir hier das alles weggesprengt haben, weil wir das natürlich unten auf dem Seelevel dann bauen möchten. Okay, so viel mal zur Theorie. Jetzt werde ich glaube mal den Wither-Kampf vorbereiten, genau. Also, dann sehen wir uns gleich wieder mit diesem absolut geistesgestörten Plan. Okay, bis gleich. Es ist tatsächlich wieder passiert, dass da drin ein Creeper explodiert ist. Oh, verdammt. Ekelhaft. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht schön. Ich muss da mal schnell hergehen und hier die Holzstämme verkleiden, dass die nicht anfangen zu brennen. Weil die müssen es alle... alle drauf gehen, ich glaube. Oh, verdammt. Muss man schnell eingreifen. Okay. Ich verkleide das ja alles immer prophylaktisch. wieso musste das wieder passieren? Ja, das passiert ja einfach regelmäßig, dass hier drin ein Creeper von einem Skelett angeschossen wird, weil die Skelette, die schießen hier teilweise einfach um sich, wenn sie hier auf einmal so ein Duell anfangen oder sowas. Das ist ziemlich nervig, muss ich schon sagen. Also, ich weiß noch nicht genau, wie wir das vermeiden können, weil
Ja, weil die eben völlig zufällig anfangen zu schießen. Ich habe das hier hinten schon insofern verändert, dass ich ja hier einen Schritt runter gehe. Und dadurch haben wir praktisch die Skelette, wenn sie hier hinten sind, nicht mehr im Schussfeld, weil die dann manchmal einfach angefangen haben, durch den Schlitz durch auf einen zu zielen und dann anfangen zu schießen. Das haben wir jetzt schon vermieden durch den Absatz hier. Aber aus irgendeinem Grund fangen die einfach dann von selbst immer wieder an zu schießen und ja, das führt dann eben dazu, dass sie hier so eine Verwüstung anrichten. Genau, ich mache mal hier weiter. Und oh, ich muss gerade noch ein bisschen Quarz sammeln, das ist jetzt auch weg. Gar nicht schön. Ups. Ich glaube, da ist mir mein Pferd abgehauen. Ich habe das letztes Mal hier stehen gehabt und habe es irgendwie vergessen. Das war jetzt sehr unglücklich gewesen, wenn der mir hier weggelaufen wäre. Schnell zurück damit. Wie niedlich. Scheiße. Ah. Ja. Oh, so niedlich. Ah, nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Aus, aus, aus. Ich kann es kaum erwarten. Es geht los. Ein Backup wurde erstellt. Das heißt, sollte irgendwas schief gehen, und da kann einiges schief gehen, weil wir haben da hinten einen Haufen Schafe und unser Pferd steht da hinten. Also wenn der Wither da irgendwie freigehen sollte, beziehungsweise wir draufgehen und er im Zuge dessen dann hier frei herumschießen darf, dann wird da hinten einiges zerstören. Deswegen, ja, deswegen, wie gesagt, gibt es ein Backup und dann wird das auch genutzt, sollte hier was außer Plan laufen. Genau. Das braucht man nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, wir setzen den Head drauf. Dann trinke ich die Regen Potion und dann tue ich mir den Nächsten rein. Und die Strength Potions nehmen wir erst, wenn wir in den Schwertmodus gelangen. Und ich würde sagen, legen wir los. Hui! Oh mein Gott. Die kommen auch noch runter. Und jetzt gehen wir ein bisschen weg. Die Chests hier, die sind geleert. Ja. Okay, wir lassen den jetzt einfach mal kurz ein bisschen auf uns schießen. Nach Möglichkeit, ohne dass er uns hier withert. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich sehr viel zerstört. Ah, nein, 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 jetzt verschwindet er hier. So viel Zerstörung richtet er eigentlich gar nicht an. Ah, verdammt. Okay, nee. Ah, nein, nein, komm her, komm her, komm her. Okay, das ist noch im Rahmen der Dinge, aber alles Weitere geht zu weit. Okay, jetzt noch schießt er ganz brav. Das ist noch vertretbar, was er hier macht, aber nein, jetzt geht er mir auch schon wieder ein bisschen zu weit hier. Ah, jetzt schießt er uns gar nicht mehr. Nicht gut. Da müssen wir unter Umständen schon das erste Backup laden. Ich habe mir erhofft gehabt, dass da ein bisschen mehr sich auf uns konzentrieren, dass er ein bisschen mehr Zerstörung anrichtet, weil das ist ja hier total lächerlich, was der hier macht. Der macht dann nicht mal ein bisschen was. Hallo. What the? Okay, leider ist der Plan, den Wither hier ein bisschen Zerstörung anrichten zu lassen, nicht so cool aufgegangen. Deswegen tun wir den jetzt ein bisschen umplatzieren. Hier drüben in den Dreck rein. Ja, komm, direkt hier daneben. Sorry. Und dann lassen wir den hier einfach explodieren. Fertig, aus. Zack. Und dann zerstören wir den Wither eben so schnell wie es geht. Und dann ist die Sache geschwätzt. Genau. Okay, go. Okay, ein bisschen weg. Und Pam! Okay, noch kann man nicht wirklich mit dem. Ich habe schon ewig keinen Wither mehr bekämpft, deswegen. Alter, warum fliegt denn der die ganze Zeit weg? Der greift mich ja gar nicht an. Was ist denn das? Was ist denn das für ein scheiß Wither? What the?
Oh, wir nehmen ordentlich Schaden hier. Ich glaube, ich habe mir einen goldenen Apfel machen müssen. Ich glaube, wir gehen hier drauf. Ich glaube, das geht nicht. Ah, nee. Und ich hätte mir eine starke Regen machen sollen. Ja, das war nix. Ich habe mir nämlich die Regen Potion gemacht, die... Ja, das war nix. Die länger andauert und nicht die, die stärker ist. Das war der Fehler. Okay, Neustart. Okay, dritter Versuch. Wir haben jetzt 2-minütige Regen Potions hier. Und dann haben wir noch die 16-sekündigen ultra krassen Regen 2 Potions hier. Ja. Und ich habe den Bogen hier geupgradet, auf Power 3, den habe ich jetzt auf Power 4 geupgradet. Und da hat es übrigens auch Unbreaking 3 und Flame. Also das ist ein richtiger Top-Bogen mit Infinity dann sogar noch. Na, also der ist überhaupt nicht schlecht. So, dann wollen wir mal versuchen, wie das jetzt hier beim dritten Mal klappt. Das muss runter, das muss hierher und los geht's. Oh, ich habe schon wieder keinen goldenen Apfel gemacht. Egal, egal, egal. Und dann ist schon wieder gewithert. Und er fliegt weg. Was soll das eigentlich die ganze Zeit? Er schickt uns gar keine Aufmerksamkeit. Alter! Ich habe kein einziges Mal getroffen, was geht jetzt ab? Und... was ist denn das? Jetzt kann man schon noch ein Backup nehmen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Warum greift er uns nicht an, der scheiß Will? Okay, zum nächsten Versuch. Diesmal hoffentlich mit goldenem Apfel. So, das waren, glaube ich, die letzten Schafe hier. Ich beseitige die jetzt einfach mal schnell alle. Da hinten ist noch eins. Komm. Nein, war nicht getroffen. Jetzt. Okay. Da ist noch eins. Vielleicht hilft das ja, dass der sich ein bisschen mehr auf uns konzentriert, der scheiß Wither. Weil sonst kann ich den eigentlich auch gar nicht treffen. Wenn der nicht wirklich direkt da bleibt, dann kann ich den gar nicht treffen. Das geht aber nicht. Jetzt. Okay. Gut, ich habe einen goldenen Apfel gemacht. Den wollen wir dann direkt mal essen. Das heißt, ich kann nicht in welche Reihenfolge das alles mache. Ich mache einfach mal zack. Dann das hier und das hier und das und zack, los kann's gehen. Was ist denn das? Warum greift der eigentlich an? Was ist das? Okay, jetzt haben wir einen. Yes, Rapid Fire und wir sind fast am Arsch. Und ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden, ob wir schon viel zu weit rüber gehen oder sowas. Zum. Ah ja, Sword Mode, Sword Mode, Sword Mode, Sword Mode. Ah, verdammt, wo ist der wieder? Wo ist der wieder? Wo sind wir? Ah, wir sind im Wasser. Nein, wir sind tot! Ah, scheiße! Nein. Oh, verdammt. Ah, oh, okay. Versuchen wir es nochmal. Oh Mann, da gehen wir schon wieder drauf. Ich weiß nicht, warum ich das gerade irgendwie nicht hinbekomme, aber... Wow. Okay, ich muss mal schauen, was wir hier falsch machen. Irgendwie kriege ich es gerade nicht hin, diesen Wither hier zu kriegen. Ups, da habe ich den Wither schon gespawnt habe ich ihn. Wir versuchen es diesmal kurz im Untergrund. Ich glaube, das ist generell wesentlich einfacher, wenn man das so macht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt hinbekommen, weil ich wollte eigentlich noch ein paar Vorbereitungen hier treffen, wie zum Beispiel hier noch ein bisschen weiter nach hinten zu graben, dann die Region zu trinken, dann... Ach, verdammt, das war jetzt schlecht. Und den müssen wir auch noch essen. Okay, gut, aber wir sind relativ sicher hier. So, jetzt... Schwappmodus. Ja. Da haben wir unseren Wither, nicht Wither Star, Nether Star, yes. Ja, also, da habt ihr es gesehen.
falls ihr einen Wither bekämpfen wollt und das schnell machen wollt, dann geht es auch ganz leicht im Untergrund. Ne? Also wenn man den hier in so eine Höhle einspart, da hat er keine Chance, das geht richtig schnell. Ja, das deswegen habe ich jetzt mich für die schnelle Route entschieden, wenn mir das jetzt ehrlich gesagt zu blöd war. Aus irgendeinem Grund habe ich den Wither gerade echt nicht fertig bekommen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich wirklich schon seit Jahrzehnten keinen Wither mehr gekämpft habe. Also das letzte Mal, das war glaube ich in der alten Let's Showplay-Welt noch. Und deswegen war ich da extrem unvorbereitet, unerfahren, sage ich jetzt mal. Ich habe auch generell noch nicht sehr oft einen Wither bekämpft. Deswegen schiebe ich jetzt einfach das mal darauf. Das hier unten müssen wir noch ausleuchten, dass da keine Mobs spawnen, das ist wichtig. Und wir haben jetzt unseren Nether Star. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir unser Beacon zusammenkriegen. Wenn nicht, dann sammle ich noch ein paar Ressourcen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann können wir hoffentlich heute mal ein bisschen ein Stück hier hinbekommen, was diesen Abbau von dem ganzen Land hier betrifft. Genau, das mache ich jetzt mal eben schnell. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe schon so lange kein Beacon mehr gecraftet. Ich musste gerade tatsächlich schauen, wie man das nochmal macht. Oh, das war ein Glas zu wenig. Zack. Und einmal so. Und ein Obsidian. Und in der Mitte der Nether Star. Yes! Woo! Wir haben unser erstes Beacon in dieser Welt. Okay, ich schau mal kurz hier, wie viel... Ja, also... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das reicht hier nicht, was wir hier haben. Ja, da müssen wir unter Umständen ein bisschen in die Höhlen gehen und da ein bisschen abbauen, ne? Aber jetzt schauen wir mal kurz, wie weit das hier reicht. Ich baue das mal kurz auf und dann sehen wir weiter. Ja, also offensichtlich reicht das nirgends hin. Ich glaube, ich muss da mal eben einen kleinen Höhlentrip machen, um da mal ein bisschen Eisen zu sammeln. Weil, ja, das ist ja noch einiges, was hier fehlt. Na, und das ist wirklich alles, was ich habe. Ich habe also wirklich nicht sehr viel Eisen und Gold, wie mir gerade auffällt. Da gibt es definitiv ein bisschen Nachholbedarf. Deswegen will ich das jetzt direkt mal tun. Wow, wo sind wir hier gelandet? Ja, hier hat sich einiges getan. Ihr habt gerade einen kurzen Timelapse-Ausschnitt gesehen und ich werde euch gleich noch ein bisschen mehr wahrscheinlich zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein bisschen was aufnehme oder nicht. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt schon, ich glaube, 4, vielleicht sogar 5 Level runtergegangen Richtung Meereslevel. Das heißt, im Augenblick haben wir noch
1, 2, 3, 4, 5 Schichten abzutragen. Ich bin hier eigentlich, so wie es aussieht, komplett auf der Höhe durch. Da hinten ist noch ein klein wenig Dreck übrig, aber ansonsten sind wir auf der Höhe hier fertig. Das heißt, jetzt beginnt dann die nächste Ebene. Ich schätze mal, ich brauche so pro Ebene ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten, sowas. Wobei mir im Augenblick das Problem zu Schaden kommt, dass diese Spitzhacke hier nicht mehr reparierbar ist, so wie es aussieht. Weil irgendwie ist es so, dass die Reparaturkosten am Anfang extrem niedrig sind. Also da zahlt man vielleicht, ja, so, keine Ahnung, was habe ich da gezahlt? Ich glaube, ein oder zwei, drei Level. Aber wenn ich die jetzt reparieren will, die Spitzhacke hier, dann zahle ich, also dann kann die, das kann ich glaube ich gar nicht mehr machen. Da kommt dann too expensive, also zu teuer. Ich schaue gerade mal schnell. Vielleicht hilft es, dass wir das umbenennen, das Ding. Aber ansonsten müsste ich eine neue Spitzhacke machen. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Also hier. Zack, ja, da ist schon too expensive, wenn wir nicht mal irgendwas gemacht haben. Also ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Ich kann die jetzt echt nicht mehr reparieren. Ich kann die auch nicht umbenennen. Ah doch, ich kann sie umbenennen. 39 Level. Nee, also das ist mir zu teuer. Boah. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Bug oder sowas. Das kann echt nicht sein, dass ich da das im Endeffekt nicht mehr benutzen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt, wenn man das mit einer anderen Spitzhacke repariert. Vielleicht mache ich Spaß, habe einfach mal schnell eine. Wenn ich dann sowieso eine neue enchanten muss, dann macht das ja keinen Unterschied. Zack. Wenn ich jetzt das mache, dann... geht auch nicht, okay. Ja, dann scheiße. Unbreaking 3 haben wir hier. Okay, habe ich noch Efficiency-Bücher, dass ich das notfalls kombinieren könnte. Efficiency 1, ja, krass. Ah, hier Efficiency 4, okay. Also wenn ich eine Efficiency 4 Spitzhacke bekomme, dann könnte ich mir eine zusammenstellen, eine neue Efficiency 5. Aber, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so gedacht ist, weil, ja, wie gesagt, man kann die Spitzhacke dann im Endeffekt nur eine maximale Anzahl an Malen. Maximale Anzahl an Malen. Nein. Eine gewisse. Wie nennt man das? Eine gewisse Häufigkeit, eine gewisse Zahl eben so oft reparieren. Oh Gott, vergleiche ich nicht das deutsche Wort dafür ein. Übrigens das hier, was ihr hier gerade seht, dieser ultra krasse Lag, das ist sehr suspekt und ich weiß nicht, woher das kommt. Das passiert immer in dem Bereich hier. Ja, ihr seht, hier ist so ein Chunk oder so ein... Boah, jetzt habe ich ja gerade ein komplettes Freeze-Frame von mindestens 5 Sekunden gehabt. Nee, also hier ist so ein kompletter Chunk oder so eine Linie. Wenn ich die jedes Mal überdrehe, hier in dem Bereich hier, dann kriege ich so einen krassen Lag-Spike. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das habe ich jetzt, während das nicht hier das Ganze abgebaut habe, da hinten jedes Mal erfahren. Aber... ja, zum Glück ist hier der größere Teil, wo wir abbauen müssen. Deshalb muss ich nicht so oft nach da hinten kommen. Aber, naja, jetzt fange ich wieder an, hier irgendeinen Scheiß zu labern. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich jetzt hier noch weitermache. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Timelapses aufnehmen kann. Ich hoffe, dass wir das mit der Spitzhacke geregelt bekommen. Und dann können wir vielleicht heute noch das ganze Ding hier fluten. Das wäre natürlich das Optimum, ne? Genau. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder. Nach einem kurzen Cut. Sehe ich gerade irgendwie nicht recht, oder ist da unten tatsächlich ein Creeper drin? Oh mein Gott. Wow, ich muss schon sagen, ich habe gerade meine zweite Silk Touch Efficiency 4 und Unbreaking 3 die Spitzhacke Schaufel bekommen. Die war auch schon Silk Touch und hatte auch Efficiency 4 und Unbreaking. Also das ist echt gut. Ich habe gerade einfach nur normales Enchantment gemacht, werde ich die Schaufel ja nicht mehr reparieren kann. Und ja, da kann man sie da richtig loslegen. Da muss noch einiges weg. Und hier seht ihr gerade, wie es aussieht. Wow. Ja. Hier gibt es nicht mehr sehr viel. Also, viel zu sehen, aber nicht mehr so viel Dreck und so weiter. Ne? Das hier muss noch weg. Dann haben wir dieses Level auch schon komplett fertig. Da hinten ist auch noch ein bisschen Dreck, was weg muss. Der Dreck muss weg, alles weg, auch das Sand hier. Und übrigens, diese Spitzhacke habe ich auch nochmal neu enchanted. Und ja, dann mache ich hier mal
So, weiter. Ihr seht, dass ich gerade mal noch 1, 2, 3 Level brauche. Und dann sind wir ja auch schon fertig. Wenn wir kurz schauen, wie es hier aussieht. Also die Wand hier, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen abgeflacht werden. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz maschinell aussehen lasse, dass da praktisch, dass ich das einfach eher so stufenweise eben abflach. Also so ganz unnatürlich einfach so eine Treppe da reinbaue. Und damit dann das Ganze abrunde. Oder ob ich da wirklich dann das natürlich mache, was dann natürlich noch viel mehr Arbeit benötigen wird, wenn man das dann alles schön abflachen will. Aber ich glaube auch, das ist möglich, dass dann das hier noch ein bisschen schöner aussieht eben. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch ein bisschen den Bereich ausweiten. Also ob wir da noch weiter weggraben. Also ihr seht ja, im Augenblick ist das hier das Limit. Wow, hier kommen wir wieder in diesen Bereich, wo ich krassen Lag wieder bekomme. Oh, das ist echt schlimm. Das ist richtig schade, dass das hier passiert. Ich glaube, ich kann den Bereich nachher gar nicht benutzen, weil hier jedes Mal so ein Lag ist. Wow. Was ist denn das? Ich muss hier jedes Mal runtergehen auf 4 Chunks oder sowas, dass ich hier durchlaufen kann. Weil sonst ist das hier echt... Oh, das ist richtig schlimm hier. Also ich weiß nicht, was da los ist. Naja, auf jeden Fall den Bereich hier drüben. Da müssen wir uns noch genau schauen, wie wir hier... was wir hier alles weggraben. Also hier wird noch schön angeböscht, das hier wird dann natürlich gehalten. Ich glaube aber, ich nehme noch ein bisschen mehr weg von dem Berg hier. Vielleicht nehme ich auch, boah, hier haben wir es auch, scheiße. Vielleicht nehme ich auch ein Stück was von dem Bergvorsprung hier weg. Hier hinten, weiß nicht so genau, ich glaube, da grabe ich auch noch einiges weg. Hier drüben, wie sieht es da aus? Ja, das hier kann, glaube ich, auch weg. Genau. Ja, und hier drüben, da ist es in Ordnung. Da ist sowieso alles schon Sumpf. Da haben wir diese Schlucht. Warte, ich schau mal einmal kurz rüber. Ja, ihr seht, hier ist es auch. Da ist auch noch dieser Chunk. Oh, ich muss mich echt entschuldigen. Aber das hier, das ist echt nicht normal. Wenn ich da drüben bin, da habe ich keine Probleme. Aber hier... Wow! Jetzt verschiebt es wahrscheinlich meine ganze Aufnahme. Ich entschuldige mich dafür, aber... Das Alter. Geht's noch? Jetzt, wenn ich mich hier nur rumdrehe, fängt's an zu laggen wie so. Okay. Ja, also wir werden das wahrscheinlich hier bis zu der Schlucht beibehalten. Ich glaube mal, dass ich nicht dahinter noch weiter grab. Das kann erstmal so bleiben. Und ja, vielleicht schaffe ich es ja jetzt wieder zurückzukommen mit dem scheiß Lag hier. Wow, das ist echt schlimm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wirklich, das ist nur in diesem Todesstreifen hier. Der Streifen, der da so rüber geht, da ist alles verleckt. Geht nix. Genau. Soweit, so gut. Ich mache da mal fleißig weiter. Und dann haben wir, glaube ich, schon das Zeitlimit für heute erreicht. Aber ich hoffe mal, dass ich noch soweit fertig bin, bis die Folge hier zu lang wird. Genau. Okay. Das ist echt cool. Man kann hier nachverfolgen, wo genau ich mich bewegt habe. Weil die ganzen Items hier alle rumliegen und das schon seit mehr als 5 Minuten und deswegen despawnen die jetzt hier alle in der Reihenfolge, in der sie dort hingeworfen wurden. Weil mein Inventar ist die ganze Zeit voll. Ich sammle die ganzen Steine auch gar nicht mehr auf. Ich habe ein paar Doppelchests voll mit Gras und mit Gras und mit Dreck und natürlich auch mit Cobblestone. Also Cobblestone ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das aufhebt. Wenn man mal größere Projekte mit Stonebricks vorhat, dann kann das durchaus ganz praktisch sein. Jetzt despawnen sie hier rüber. Die habe ich gerade eben abgebaut. Ich glaube, die, ja genau, despawnen sie hier. Das ist echt witzig. Jetzt ist nichts. Jetzt geht's weiter, okay. Ja, das ist irgendwie cool, das zuzuschauen hier. Könnte es eine malerischere Aussicht geben auf dieses fantastische Bild? Nein, auf dieses fantastische, Bauwerk ist es nicht. Auf jeden Fall auf diesen fantastischen Fortschritt, den wir heute hier gemacht haben. Wow, ich glaube, noch nie hat sich in einer Folge so viel getan wie heute. Wir haben hier, sorry für den Lag schon wieder, aber das ist, glaube ich,
darin begründet, dass ich gerade noch ein paar Programme auf habe. Aber dennoch, um uns davon nicht aufhalten lassen, wir haben hier heute mindestens 10 Schichten Dreck und Stein komplett eliminiert. Das ist alles Vergangenheit. Wir haben hier vorne noch eine Landzunge komplett beseitigt. Der habe ich hier zurückgekürzt auf das hier. Hier hinten habe ich noch ein bisschen was weggenommen. Also das hier ist jetzt alles komplett fertig und bereit für die nächste Folge, in der wir dann aufgrund des Zeitmangels in dieser Folge hoffentlich sehr bald damit beginnen werden, das alles hier zu fluten. Ups. Das wird sicher ein Heidenspaß werden. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und wenn wir damit fertig sind, dann haben wir einen Grundstein gelegt hier für alles, was wir hier in unseren Spawn-Chunks bauen möchten. Und da gibt es nicht gerade wenig. Also keine Sorge, ich habe hier so viele Pläne. Das lässt sich gar nicht so kurz zusammenfassen. Vielleicht kurz als Aufklärung. Hier auf dieser Insel, die auch so bleiben wird. Ne? Also dieser mittlere Teil hier. Wow, scheiße. Okay, jetzt bekommen wir gerade echt ein bisschen krassen Lag. Das bin ich zu entschuldigen. Oh, ich gehe mal kurz schlafen. Ja, also diese mittlere Insel hier, die wird bleiben, so wie sie gerade ist. Wahrscheinlich wird noch ein bisschen hier und da weggekürzt an den Ecken. Also ich werde da noch ein paar Teile außen dran weggraben. Aber im Großen und Ganzen wird diese Insel bleiben und ist dann praktisch der zentrale Bestandteil unserer Spawn-Chunks. Und ja, da wird wahrscheinlich hier noch ein großer Turm entstehen, der dann als Zentrum dient. Boah, ich entschuldige mich nochmal für den Lag, das ist ja grässlich hier. Ah, ja, das ist dann der zentrale Punkt des der Spawn-Chunks mit einem schönen Wald, mit einem Art ja, so Garten, so ein Park, der hier entsprechend entstehen soll. Und das Ganze, was hier geflutet sein wird, das wird dann eben ja, ein Block tiefes Wasser sein und darin werden wir uns dann mit dem Boot fortbewegen können und außerdem werden wir da auch Bäume reinpflanzen, die dann eine Beleuchtung haben werden, sodass die ganzen Bäume dann alle bei Nacht entsprechend Licht von sich geben. Ich glaube, das sieht richtig cool aus, wenn wir das soweit hinbekommen. Und dann ist das alles schon eine richtig feine Sache. Genau. Bevor das mit dem Lag hier noch schlimmer wird, das gibt's gar nicht. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Bevor das hier noch schlimmer wird und die Folge viel zu lang wird, was sie jetzt schon ist, würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen länger dauern, bis ich die nächste Folge rauskriege, weil das immer so viel Arbeit ist. Und ich da mal versuche, so viel wie möglich reinzupacken, was für dich unbedingt die beste Methode ist. Aber egal, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass das Video noch relativ früh rauskommt. Und ja, da würde ich sagen, habt noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Viel Spaß noch, habe ich schon gesagt. Haut rein und tschüss.